Was ist jetzt? Oh, das hat mich gleich daran erinnert, Fraps, dass ich kurz die Aufnahme beende und wieder starte. So, da bin ich auch schon wieder, damit der Ton halt nicht rausläuft. So, ne? Okay. Dann das Glas. Und wo sind die Generatoren? Ach, scheiße, was habe ich vergessen? Ich nehme einen Redstone. Nein. Was war denn das noch? Kabel. Ah ja, okay. Und dann haben wir es schon. 6 Solarzellen. Und das so früh. Also da bin ich richtig stolz, dass das so gut geklappt hat. Gut, tun wir mal diese überschüssigen Sachen entfernen. Gummi kommt sofort hier rein. Wir brauchen immer Nachschub, das ist ganz wichtig. So, ein bisschen aufräumen den ganzen Laden. Eimer behalte ich, die Zellen ebenso, die Batterien. Ich glaube, ich muss noch irgendwas bauen. Sehr schön. Gut, Kupfer. Blub. Du bist fertig. Das ist auch sehr schön. Dann brauchen wir dringend wieder Metall. Ich brauche eigentlich bis 32. Okay. Weil dann ist der Maserator eh voll, ne? Dann müssen wir das wieder rausnehmen. Und von daher macht das erstmal keinen Sinn. So. Glas brutzelt schön durch. Der ist schon fertig. Weil ich möchte hier oben dann noch wie so ein fürs Licht, dass das Licht sauber reinfallen kann und ein paar Luken reinbauen. Und jetzt schaue ich mal ganz schnell wegen diesem Geothermalgenerator. Zellen, noch ein Generator und Glas. Was haben wir denn hier noch alles im Angebot? Okay. Den könnten wir glatt noch durchjagen. Das machen wir jetzt auch. So, ein Ofen, eine Batterie und, war das ein Kabel? Nein. Ach, ich habe es schon wieder vergessen. Tut mir leid, Refined Eisen. Keins mehr da. Tja, da wird es auf allerhöchste Eisenbahn, ne? So. Weil wir hier gerade dabei sind, nehme ich den Metallstaub raus und packe den in den elektrischen Ofen. So. Da haben wir es schon. Gut. So. 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 Jetzt muss ich nochmal gucken. Das hier, so da, so und die zwei Zellen, ne? Was war es wieder nicht? War es irgendwas mit Redstone? Nö. Jetzt habe ich irgendeinen kleinen Fehler drin. Ich dachte, ich hätte es aus dem Augenwinkel richtig gesehen, habe ich aber irgendwie nicht. Ach so, Refined Eisen noch. Na gut. Das mache ich doch hier irgendwo. Dann die zwei Zellen, ne? Dann das Refined Eisen
und den Generator. Haha, geothermal. Spitze. Den könnte ich jetzt hier mit herstellen. Wir haben natürlich noch keine Lava. Und ins Bett sollten wir auch gehen. Ich werde das jetzt anders machen. Und zwar vorerst mal so. Weil ich von hier draußen ja mit den Solarzellen vermutlich komme. Ich weiß es noch nicht genau. Und ich möchte das dann hier kontrollieren, was wohin fließt. Ich mache den jetzt erstmal hierher. Okay, und geh ins Bett. Gute Nacht. Ah, da bin ich schon wieder. Morgen. Iron Dust. Durchschmelzen, Metall rausnehmen. 1, 2, 3. Diese Eimer, da rennen wir jetzt dann los und holen... Das machen wir unten. Ich mache bloß halt drei Eimer, damit das wesentlich schneller geht. Was sonst, ich kann immer nur einen Eimer schöpfen und dann quasi diese Lavazelle machen. Das ist ein bisschen nachteilig. Ich werde mir jetzt auch nochmal etwas Wichtiges machen. Halt. Nehme ich nochmal 16. 46 Zellen, da kommen wir eine Weile hin. Ich könnte auch 64 machen. Ne? So, oder 62. 62 ist super. Okay, dann renne ich jetzt mal schnell runter. Redstone, das kann ich jetzt mitnehmen, das bisschen Zeug. Aber die Zellen lassen wir da. So. Und was wir auch noch machen müssen, diese Bedbox kommt hier hin als Zwischenspeicher. Ich wollte mal gucken, was wir für den MFE brauchen. Vorausgesetzt, ich finde sie jetzt auf Anhieb. Die muss weiter hier sein. Also irgendwo hier. Ach du Scheiße. Die machen wir auf alle Fälle. 4 Energiekristalle. Die brauchen ordentlich Energie. Energiekristall. Ich glaube Diamant und Redstone, ne? Ja, ja. Die machen wir jetzt mal. Diamant und Redstone. So soll es sein. Diamant und Redstone. Ach ja, kann man nicht stacken. Sollte ich vielleicht mal erwähnen. Ne, also ihr merkt, Ressourcen fressen ohne Ende. Die ganze Geschichte. So, dann schnüffeln wir wieder in unser Buch. So, hier hinten. Maschinenblock und Kabel. Der Maschinenblock aus Refined Eisen. Der produziert schon mal nach. Komm hier. So, das sieht auch sehr schön aus. Prima, dass wir keinen Maschinenblock mehr haben. Das bisschen Zeug, was wir hatten, das ist schon fast wieder weg. Gummi, hervorragend. Das bedeutet Kabel. Ach komm hier. Immer gleich auf Vorrat den Kram produzieren, ist ganz wichtig. Na?
Wie viel braucht man davon, von diesen Refined Eisen? 8. Nur gut, das reicht ja. Einen Maschinenblock. Dann die Energiekristalle. Und Kabel. Tata, 600.000 Ju. Okay, und wir müssen ja runter transformieren. Das ist nämlich auch so eine Sache. Weil dieser MFE, den kann man nicht unmittelbar an seinen an seine Bedbox anschließen, weil dieser 128 U bringt. Und dann würde es eine kleine Detonation geben. Das heißt, wir brauchen einen Transformator, diesen Low Voltage Transformator, der transformiert quasi von hier diese 128 herunter auf 32, und die meisten Geräte in industrieller Kraft funktionieren mit 32 U. Und das machen wir jetzt auch. Wir bauen jetzt diesen Low-Voltage-Transformator. 3 Kupfer, oben und unten Kabel und Holz. Haben wir das noch? Nö. 3 Kupfer. Waren die jetzt in der Quer? Ich glaube schon, ne? Oben und unten Holz. Und Kabel, ne? Jawohl. Low-Voltage-Transformator. Sehr schön. Spitze. Ich hätte jetzt ja auch anfangen können, einfach unser Haus schön bauen, und dann muss ich es wieder einreißen, weil ja diese ganzen elektronischen Sachen oder man weiß noch nicht, wie die Verkabelung und sowas ist, ne? Das ist immer so ein bisschen ein Problem. Okay, jetzt mache ich mal Folgendes. Das muss jetzt einfach sein. Ich ziehe jetzt nämlich hier schon ein bisschen ein Kabel. Dann ist diese Konstellation, wie ich das hier gebaut habe, eigentlich sehr ungünstig. Was wir auch noch nicht haben, das ist nämlich auch sehr wichtig. Ich nehme das jetzt hier mal raus, pack das hier mit rein. Dann hole ich uns Zinn. Das müssen wir massakrieren, also masserieren. Okay, dann packe ich das Kupfer weg. Eine Seite vor. Ja, Schaltkreis, EU-Reader brauchen wir jetzt auch ganz dringend. Und diese Wrench halt. Und ich bin auch dämlich, wir hätten uns nämlich schon lange ein elektronisches Jetpack machen können. Aber das können wir eh nur in diesem MFE laden, und also bauen wir das später, da wir ja den noch nicht aufgestellt haben. Wir machen uns jetzt mal noch Schaltkreise. Wo waren die? Ich muss da jetzt echt nachschlagen. Waren die jetzt hier? Ich habe jetzt echt wieder nicht aufgepasst. Hier. Okay. Refined Eisen. Ach, ich habe schon wieder ein Blackout. Nee, so war es nicht. Aber so. Ja. Das muss ich mir echt mal merken. Okay, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gut, dann haben wir wieder 3 Stück. Das habe ich. EU-Reader, diesen Glowstone, das könnte man aus Goldstaub machen. Das müssen wir ebenfalls wieder in den Maserator kurz packen. Aber eins nach dem anderen. Sonst wird es einfach zu viel. Ich tue jetzt wirklich mal bei einer Sache bleiben. Und werde eine kurze Pause machen. Bis gleich.